Hallo miteinander, ich bin Jasmin und mache die Lehre als Schreinerin EFZ und bin mittlerweile im dritten Lehrjahr. Hallo zusammen, mein Name ist Cedric, ich mache die Lehre als Schreinerpraktiker und bin im zweiten Lehrjahr EBA. Miteinander arbeiten wir im Abisberg und zeigen euch heute ein bisschen mehr von unserem Berufsalltag. Wenn wir ein neues Brett bearbeiten, müssen wir garantieren können, dass es keine Nägel, Steine oder Ähnliches mehr drin hat. Daher trennen wir Anfang und Ende, bevor wir es bearbeiten, abtrennen. Wir haben ein mega cooles und nettes Team und ich kann mich immer auf die anderen verlassen, was mega wichtig ist bei unserem Beruf. Die Besonderheit an diesem Beruf ist sicher das Arbeiten mit Holz, aber auch mit ganz vielen anderen Materialien wie Metall, Glas oder Kunststoff. Wenn wir Hilfe oder Unterstützung brauchen, sind unsere Ausbildner immer mit einem offenen Ohr für uns da. Digitalisierung nimmt auch im Schreinerberuf Einzug. Eine computergestörte Maschine kann Sachen machen, die man sonst mit mehreren Maschinen machen müsste. Wenn du gerne mit Holz schaffst, handwerklich Geschick, technisches Verständnis und ein gutes Vorstellungsvermögen hast, ist Schreiner ein idealer Beruf für dich. Schön ist auch, dass wir vom rohen Brett oder Platte bis zur Fertigstellung des ganzen Produkts immer dabei sind und Fortschritt Tag für Tag sehen können. Jetzt habt ihr einen kleinen Einblick in den Berufsalltag als Schreiner bekommen. Falls ihr euch angesprochen fühlt, nehmt doch Kontakt zu uns auf.